gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lausitzwelle Regionalzeit. Wie jeden Mittwoch schauen wir jetzt die Nachrichten der vergangenen Woche aus der Westlausitz an, also von Bernsdorf bis Arnsdorf, von Königsbrück nach Bischofswerda. Die Lausitz ist ja überregional bekannt für schöne Landschaften. Von Seen bis Berge ist alles dabei. Dass tausende Touristen jedes Jahr in die Region strömen, das ist nichts Neues. In Zukunft könnten aber tausende Menschen hier einen Wohnort suchen. Neue Einheiten der Bundeswehr könnten in absehbarer Zeit auch im Landkreis Bautzen stationiert werden. Bereits vor 2 Jahren hatte das Sachsens Ministerpräsident Kretschmer beim Jahresempfang des Hoyerswerda Oberbürgermeisters Ruban C. öffentlich gemacht. Vorgesehen dazu ist offenbar eine nahe dem Bernsdorfer Ortsteil Straßgräbchen gelegenes Gelände. Die Städte Bernsdorf und Hoyerswerda unterstützen das Vorhaben, zumal mit der Ansiedlung der Bundeswehr auch Kaufkraft und neue Bewohner in die Region kommen würden. Im Wettbewerb um den Standort, so Ruban C., haben wir unser Standortverteiler herausgestellt, haben gemeinsam mit Umlandgemeinden wie Bernsdorf uns an diesem Wettbewerb mit dem Landkreis beteiligt und sind jetzt in einer Situation, wo die Endentscheidung bis Mitte Dezember fallen wird und die Bundeswehr sich dementsprechend auch für einen festen Standort in den nächsten Jahren festlegen wird. Stationiert werden soll voraussichtlich eine Bataillon mit 1000 Soldaten und sonstigen Mitarbeitern. Dabei zeigt sich Ruban C. durchaus zuversichtlich, dass die Entscheidung letztlich für die Region Hoyerswerda fallen wird. Die Gründe hierfür liegen laut dem OB auf der Hand. Wir gehen davon aus, dass wir ein nicht nur hervorragendes, sondern auch für die Bundeswehr aufgrund der Tatsache, dass dort ehemalige Grundstücke der NVA genutzt werden können, ein sehr gutes Angebot haben, was wir nicht nur, sagen wir, vom Wohnumfeld, natürlich Hoyerswerda und den ganzen sozialen und kulturellen Dingen mit abdecken und noch aufstocken können, so dass wir in diesem Wettbewerb, in dem wir natürlich jetzt stehen, mit weiteren Standorten positiv ein Ergebnis erwarten, was für uns, für Hoyerswerda und das Umland spricht. Angeblich soll sich auch Verteidigungsminister Pistorius bereits für den Standort ausgesprochen haben, war zu erfahren. Wie die Entscheidung letztlich ausgeht, wird dann in den kommenden Wochen zu erfahren sein. Die Sanierung der Huttermühle in Radeberg kann starten. Der entsprechende Fördermittelantrag wurde jetzt positiv beschieden. Darüber hat Oberbürgermeister Frank Höhme via Facebook informiert. Nachdem der Verkauf der Huttermühle Ende 2021 vom Stadtrat abgelehnt wurde, will die Stadt die Sanierung nun selbst in die Hand nehmen. Demnach soll das Areal künftig wieder touristisch genutzt werden. Geplant sind zudem Angebote der Umweltbildung. Hauptaugenmerk wird auf den Wanderern und Radfahrern liegen. Die Gesamtkosten werden auf ca. 8 Millionen Euro geschätzt. 90% davon werden durch die Sächsische Agentur für Strukturentwicklung gefördert. Die Kamenzer Tischlerei Mütze ist jetzt mit dem Oberlausitzer Unternehmerpreis ausgezeichnet worden. Der Preis stand in diesem Jahr unter dem Leitmotto Nachhaltigkeit. Geschäftsführerin Susanne Mütze führt den mittlerweile 200 Jahre alten Familienbetrieb in 7. Generation und bewältigt als zweifache Mutter den täglichen Spagat zwischen Familie und Beruf, heißt es in der Begründung der Jury. Eine hauseigene Photovoltaikanlage erzeuge Strom für die eigene Möbelproduktion. Die gefertigten Möbel seien für eine lange Nutzungsdauer konzipiert. Materialabfälle würden auf ein Minimum reduziert und es erfolge ein sparsamer Umgang mit Ressourcen. Die Tischlerei Mütze sei zudem Mitglied der Sächsischen Umwelt- und Klimaallianz, wird dazu weiter ausgeführt. Der Landkreis Bautzen richtet jetzt in Radeberg ein Wohnheim für geflüchtete, minderjährige Jugendliche ein.
Vorgesehen ist die stationäre Betreuung von vorerst 10 Jugendlichen in einer Unterkunft an der Straße des Friedens. Da andere Betreuungskapazitäten vollständig erschöpft sind, wird nun auf das Gebäude in Radeberg zurückgegriffen, heißt es vom Landkreis. Der Landkreis sei zudem gesetzlich zur Unterbringung, Betreuung und Versorgung verpflichtet. Für weitergehende Informationen bieten die Mitarbeitenden der Landkreisverwaltung den Anwohnerinnen und Anwohnern die Möglichkeit zum Gespräch. Weitere Unterkünfte dieser Art für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge plant der Landkreis vorerst nicht, heißt es dazu aus der Kreisverwaltung. Das Bernsdorfer Vereinshaus Grüner Wald kann vorerst nicht mehr genutzt werden. Wie die Bernsdorfer Wohnungsbaugesellschaft informiert, sei offenbar über einen längeren Zeitraum unbemerkt Wasser in das Bauwerk eingedrungen und hat Schäden verursacht, sodass der Saal gesperrt werden musste. Die Dachkonstruktion sei erheblich beschädigt und nicht mehr sicher, so die Begründung. Zur Beseitigung der Mängel müssen nun einige Teile des Daches ausgewechselt werden. Die Stadtverwaltung sucht jetzt nach Alternativen für bereits geplante Veranstaltungen, wie beispielsweise die Seniorenweihnachtsfeier, und will sich dazu mit den Betroffenen in Verbindung setzen. Ab Dienstag ist die Großnaundorfer Straße wieder offiziell für den Verkehr freigegeben. Das hat die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Bautzen jetzt bekannt gegeben. Die rund einwöchige Sperrung zwischen Großnaundorf und dem Ortsteil Klein-Dittmannsdorf war aufgrund von Grün- und Baumpflegearbeiten notwendig geworden. Bei dem Vorhaben kamen ganztägig auch Geräte wie beispielsweise Hubsteiger zum Einsatz, die ein gleichzeitiges Befahren der Straße unmöglich machten. Die Arbeiten konnten nun planmäßig abgeschlossen werden. In Bischofswerda wurden 200 Lärchen und Weißtannen gepflanzt. Die Werbegemeinschaft Bischofswerda hatte dafür im vergangenen Jahr entsprechende Gutscheine an Kinder verteilt. Die jungen Teilnehmer wurden beim Pflanzen unter fachmännischer Begleitung angeleitet. Der Bischofswerder Stadtwald hat aufgrund von Trockenheit und Borkenkäferbefall in den letzten Jahren viel Schaden genommen. Dem soll nun entgegengewirkt werden. Der Verein plant für das nächste Jahr eine noch größere Pflanzaktion auf dem Butterberg. Mittwochmorgen kam es auf der A4 zwischen Ohorn und Burkau zu einem Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen. Ein 66-jähriger Fahrer eines Honda befuhr die A4 von Dresden Richtung Görlitz auf dem linken Fahrstreifen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen den auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Sattelzug Mann eines 45-Jährigen. In der Folge kam der Honda auf dem linken Fahrstreifen unbeleuchtet zum Stehen. Ein nachfolgender Fahrer mit einem Toyota, welcher gerade mehrere Fahrzeuge überholte, fuhr auf den Honda auf. Ein weiterer Fahrer streifte den Toyota mit seinem Scania trotz eingeleitetem Ausweichmanöver. Bei dem Unfall kam es zu einem größeren Trümmerfeld durch herumfliegende Teile. Diese überfuhr ein weiterer Fahrer mit seinem Mercedes, welcher in der Folge nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 30.000 Euro. Durch die erforderliche Vollsperrung für ca. 3 Stunden kam es zu einem Rückstau von bis zu 6 Kilometern. Dienstagmittag wurde über den Polizeinotruf bekannt, dass ein Mann am Bahnhof Radeberg lautstark herumbrüllt. Der 41-Jährige war im Vorfeld ohne Ticket im Zug unterwegs und wurde am Bahnhof Radeberg des Zuges verwiesen. Daraufhin begab er sich zum Kiosk und forderte eine anwesende Frau auf, einen Rettungswagen zu rufen. Dieser sollte ihn ins Fachkrankenhaus Arnsdorf bringen. Dabei brüllte er und warf mit einem Gegenstand in Richtung der Frau, welche glücklicherweise nicht getroffen wurde. Ein Zeuge hörte die Auseinandersetzung und eilte der Frau zur Hilfe. Er warf den Störenfried aus dem Bahnhofsgebäude. Dieser begab sich daraufhin zu einem dort wartenden Bus und forderte den Fahrer auf, die Polizei zu rufen, was dieser ablehnte. Der 41-Jährige beschimpfte und bespuckte den Busfahrer. Die eintreffenden Polizisten des Polizeireviers Kamenz beruhigten den Mann. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille und der Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine. Eine Einweisung in das Fachkrankenhaus machte sich nicht erforderlich. Den Mann erwarten nun die entsprechenden Anzeigen. Wenn man einen Hund zu Hause hat, dann muss man am Tag mindestens 3-mal raus. Und wir haben Spaß dabei. Nur der Spaß ist weg, wenn die Knie, die Gelenke wehtun. Meine Frau besorgte mir in der Apotheke Rosaxan. Ich habe es ausprobiert und für gut befunden. Endlich bin ich schmerzfrei und wir zwei können wieder draußen unsere Runden drehen. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich.
Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Winterzeit ist bei vielen Erkältungszeit. Wenn der Kopf schmerzt oder die Nase läuft, wird gerne zu bekannten Hausmitteln gegriffen. Ein Erkältungsbad oder das Inhalieren von Wasserdampf sind nur zwei Beispiele zahlreicher Tipps und Tricks. Unser Gesundheitsexperte Tobias Jansch aus Kamenz verrät uns in dieser Ausgabe des Gesundheitsmagazins, was man machen sollte, wenn all diese Mittel nicht mehr helfen. Das Gesundheitsmagazin mit Tobias Jansch, Ihrem Experten für Lebensqualität und Wohlbefinden. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ihres Gesundheitsmagazins. Mein Name ist Tobias Jansch und wir sind wieder mal hier bei mir in unserem Zentrum für Gelenk- und Wirbelsäulenrekonditionierung. Heute ein Thema, was zu dieser Jahreszeit sicherlich sehr gut passt. Sicher kennt jeder von Ihnen Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Gelenkschmerzen, Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Und sicher kennt auch jeder von Ihnen den Ausspruch, du bist, was du isst. Und wenn Sie unser Magazin regelmäßig verfolgen, dann wissen Sie auch, wie wichtig mir eine ausgewogene, saisonale und regionale Ernährung ist. Und wenn man mal auf unseren Beispieltisch hier schaut, dann sehen Sie, wie viele Produkte für sich allein den Anschein erwecken wollen, die Besten zu sein. Und meine Damen und Herren, glauben Sie mir bitte eins, es kommt nicht darauf an, wie viel von den Produkten Sie zu sich nehmen oder konsumieren, sondern viel wichtiger ist es, dass Sie wissen, was Sie benötigen. Und da kommt man um eine Haar- oder Blutanalyse gerade jetzt im Herbst gar nicht drum rum. Denn wenn Sie nicht wissen, was Ihnen fehlt, können Sie doch auch gar nicht wissen, was Sie zu sich nehmen sollen, was Sie extra zu sich nehmen sollen, supplementieren sollen. Sicherlich wissen Sie alle, wie wichtig Vitamine und Mineralstoffe sind. Doch meine Damen und Herren, für mich ist es ganz, ganz wichtig und das möchte ich noch einmal betonen, dass wir Vitamine und Mineralstoffe nicht isoliert betrachten, sondern dass wir sie als komplex verstehen. Sie bedingen nämlich einander. Und ein Stoff, ein Baustein, der fehlt ganz oft in der Betrachtung der Gesundheit, nämlich die Aminosäuren. Und meine Damen und Herren, die Aminosäuren sind Grundbausteine unseres Körpers. Aus denen werden nicht Proteine gebildet. Das sind die kleinsten Bausteine deren und sie sind extrem wichtig für ein intaktes und gesundes Immunsystem. Stellen Sie sich einfach vor, folgender Fakt. Täglich werden 50 bis 70 Milliarden Zellen neu produziert in unserem Körper. Und ähnlich wie wenn man ein Haus baut, benötigen wir ja auch verschiedenste Grundbausteine, um dass das Haus überhaupt existent ist, überhaupt gebaut werden kann. Und so ist es auch in unserem Körper. Wenn wir unseren Körper nicht die Bausteine zuführen, die er benötigt, um gesunde Zellen zu produzieren, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir auf kurz oder lang bei einem exzessiven Mangel an Grundbausteinen krank werden. Und das ist doch der Grund beispielsweise, warum der eine gerade jetzt in dieser Zeit eher krank wird, anfälliger ist für Infekte und der andere überhaupt nicht. Denn hier trifft wieder einmal der Satz, den ich gerade schon sagte, du bist, was du isst. Wichtig, Aminosäuren. Aminosäuren werden ganz oft stiefmütterlich behandelt. Es gibt 20 Aminosäuren und 12 davon kann unser Körper bei einem gesunden und ausgewogenen Immunsystem bzw. Verdauung selbst produzieren. 8 davon müssten wir immer hinzuführen. Und warum sind die Aminosäuren eigentlich so wichtig? Mal davon ab, dass aus Aminosäuren Zellen produziert werden, sind sie extrem wichtig für den Hormon- und Enzymhaushalt. Sie sind extrem wichtig für ein intaktes Herz-Kreislauf-System. Sie bilden Neurotransmitter und sind für den Knochen- und Zellaufbau unumstritten wichtig. Deswegen, meine Damen und Herren, ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass wir noch einmal darauf eingehen, dass wir eben nicht isoliert und herausgelöst Vitamin A oder Mineralstoff B oder die Aminosäure C nehmen, nur weil es gerade unser Nachbar nimmt, sondern dass wir prüfen, und das geht nur über einen Arzt, über einen Apotheker oder über einen Ernährungsberater, so wie bei uns, der einmal eine Haaranalyse macht oder ein Blutbild anfertigen lässt. Lassen Sie sich beraten und fühlen Sie Ihren Körper das nur zu, was er auch benötigt. Schauen Sie doch, wie sieht denn Ihr Vitamin-C-Spiegel aus? Wie sieht denn Ihr Vitamin-D-Spiegel aus? Wie sieht denn Ihr Aminosäure-Spiegel aus? Und dann können Sie doch
ganz gezielt supplementieren und die Nahrungsmittel zuführen, die Sie benötigen. Und denken Sie immer daran, ich persönlich bin seit über 10 Jahren kaum krank gewesen. Eigentlich gar nicht. Und ich führe das auf meine Ernährung zurück, denn ich habe verstanden, wie wichtig es ist, alle Bausteine zu konsumieren, die ich benötige, damit ich gesunde Zellen produzieren kann. Und das sind eben nicht nur Vitamine und Mineralstoffe, sondern eben auch Aminosäuren. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kurzen Einblick in die Wichtigkeit und Notwendigkeit über das Warum und über die Ernährung heute einen kleinen Einblick geben und wünsche Ihnen eine gesunde und schöne Winterzeit und dass Sie natürlich nicht krank werden. Ich freue mich auf weitere Fragen, auf weiteren Content, wie immer, über die Lausitzwelle direkt oder über unsere Homepage www.lavida-medizentrum.de. Bleiben Sie gesund, Ihr Tobias Jansch. Das Lausitzwelle Kulturfenster. Und das war's auch schon wieder mit unserer Regionalzeit am Mittwoch. Morgen reisen wir gemeinsam durch den Landkreis Görlitz. Wenn Sie mögen, seien Sie dabei um 18:30 Uhr bei Ihrer Lausitzwelle. Auf Wiedersehen!
gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.